Während die Strohd-Piratenbande, ihre Verbündeten und die Riesen sicher die Gewässer von Eckert verlassen haben, wächst die Spannung, welches Ereignis im nächsten Kapitel von One Piece im Fokus stehen wird. Dabei verspricht die nächste Ausgabe in vielerlei Hinsicht äußerst spannend zu werden. Wir können davon ausgehen, dass sie uns auf eine Reise rund um den Globus mitnehmen und dabei zahlreiche aufregende Enthüllungen bieten wird. Außerdem dürfen wir uns auf einen intensiven Fokus zu Imusama und den Gorosei, Blackbeard, aber auch den roten Shanks freuen. Es wird ebenfalls erwartet, dass Monkey D. Dragon und die Revolutionsarmee ihren großen Schritt Richtung Finale machen werden. Wohin werden sich die Kräfte entwickeln, wenn sich die Welt gleichzeitig verändert? Denn der große Eckert-Arc von One Piece ist offiziell abgeschlossen und die Dinge sehen im Moment unglaublich vielversprechend aus. Gleichzeitig segelt die Strohd-Piratenbande und ihre Verbündeten weiter in Richtung Elbaf und auch dort wird es mit Sicherheit sehr aufregend. An dieser Stelle sollte ich euch nochmal dran erinnern, dass die Reise von Eckert nach Elbaf nicht lang ist. Tatsächlich erwähnte Dr. Vegapunk, dass die Reise selbst ziemlich kurz sei und gleichzeitig sahen wir auch, dass die Riesenkriegerpiraten innerhalb eines Tages auf Eckert ankamen. Das bedeutet, dass die Entfernung zwischen Eckert und Elbaf nicht allzu groß ist und die Strohhüte könnten die Insel der Riesen in einem Tag oder etwas mehr erreichen. Und es wird sicherlich sehr spannend sein, diese Reise mit Ruffy, den Riesen, Bonnie und Kuma für eine gewisse Zeit zu erleben. Aber bis wir das wundervolle Land der Riesen erreichen, wird es allerdings noch einige Kapitel dauern und bis dahin gibt es noch sehr viel, was wir sehen werden und was mit Sicherheit in der Welt von One Piece passieren wird. Da die Gefahr vorüber ist und der Eckert-Arc im Grunde genommen abgeschlossen wurde, werden uns die nächsten, ich sage mal 2 bis 3 Kapitel, auf viele andere Weisen begeistern. Zum einen können wir hierzu ganz klar erwarten, dass die nächsten Kapitel uns um die ganze Welt führen werden und viele aufregende Informationen enthüllen. Denn Dr. Vegapunks Videonachricht wurde gerade in der ganzen Welt verbreitet. Doch die Welt hatte noch nicht genug Zeit, diese ganzen Informationen der Videobotschaft zu verarbeiten. Und genau das wird im nächsten Kapitel wahrscheinlich der Fall sein. Obwohl die allgemeine Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht im Mittelpunkt stehen wird, werden wichtige Akteure im kommenden Kapitel involviert sein. Wir können also hierzu erwarten, dass Charaktere wie die Kaiser der Meere, die Weltmacht oder auch die Revolutionäre im Mittelpunkt stehen und möglicherweise ihre eigenen Momente haben, in denen sie versuchen, die Bedeutung von Dr. Vegapunks Tod und den Gründen dafür zu verstehen. Aber noch viel wichtiger ist, dass die Wahrheit, die in der ganzen Welt verbreitet wurde, wahrscheinlich die Meinung vieler Menschen ändern und einige andere zum Handeln zwingen wird. Und genau dies wird für uns im kommenden Kapitel sehr aufregend zu sehen sein und wir dürfen jetzt schon mal gespannt darauf sein, welche Fraktionen oder Personen wie handeln werden, um ihre persönlichen Ziele schnellstmöglich zu erreichen, denn die Welt ist im Wandel und sie wird sich definitiv verändern. Denn während der gesamten Eckert-Handlung, insbesondere oder vor allem während Dr. Vegapunks weltweiter Videobotschaft, wurden viele Fraktionen, bestimmte Personen oder auch Gruppierungen gezeigt. Denn das Finale von One Piece, die finale Saga, die große Schlacht um das One Piece, um den Titel Piratenkönig, das beginnt jetzt erst richtig. Und genau hierzu haben wir interessanterweise von Corby erfahren, dass er sich jetzt dazu entschieden hat, Ruffys Traum, koste was es wolle, zu verhindern, zu stoppen. Er möchte Ruffy daran hindern, Piratenkönig zu werden. Gleichzeitig werden wir mit Sicherheit auch einen sehr intensiven Einblick der Strohd-Piratenbande und deren Begleiter sehen. Aber auf der anderen Seite könnte sich die nächste Ausgabe auch auf die derzeitigen Kaiser der Meere der One Piece-Welt konzentrieren und dabei ihre nächsten großen Schritte zeigen. Momentan ist Ruffy auf dem Weg nach Elbaf, allerdings haben die anderen Kaiser der Meere ebenfalls ihre eigenen Pläne und Ziele, den legendären Schatz, das One Piece, in die Hände zu bekommen. Zum Beispiel ist Blackbeard derzeit auf dem Weg zurück nach Hashinoso nach seinem Sieg gegen Trafalgar Law. Und gerade zum Thema Blackbeard könnten die nächsten Informationen der nächsten Kapitel unglaublich spannend werden, gerade auch wegen der ganzen Thematik rund um Monkey D. Garb und seinem Vorfall auf der Pirateninsel Beehive. Des Weiteren ist ein Teil der Blackbeard-Piratenbande ebenfalls auf dem Weg zur Pirateninsel Beehive und haben dabei Caribou gefangen genommen, der allerdings interessante Neuigkeiten
für Blackbeard hat und Blackbeard scheint höchst interessiert daran zu sein, zu erfahren, was Caribou zu sagen hat. Und das bedeutet, Blackbeard ist aktuell ein unglaublich interessanter Strippenzieher. Er besitzt nicht nur die Informationen, die Dr. Vegapunk der Welt preisgegeben hat, sondern wird noch weitere zusätzlich sehr interessante Informationen von Caribou erhalten, der sehr viel über die antiken Waffen und der Strohpiratenbande zu wissen scheint. Und ein Teil seiner Piratenbande ist es wohl gelungen, Monkey D. Garb außer Gefecht zu setzen. Und nun, es gab eine Geisel für Blackbeard, was Blackbeard zu seinem Vorteil machen kann. Und somit ist Blackbeard für die nächste Zeit der wohl absolute Antagonist für Monkey D. Ruffy. Außerdem wissen wir, dass Buggy inzwischen ein sehr wichtiger Spieler ist. Wie er allerdings das One Piece beanspruchen wird, ist bisher noch gänzlich unklar. Ich denke, er benötigt noch etwas mehr Feuerkraft, wenn er gegen die anderen Kaiserbanden kämpfen will. Und vielleicht werden wir hierzu auch noch weitere Updates bekommen und möglicherweise wird sich der ein oder andere ehemalige Samurai der Meere der Cross Guild anschließen, um somit seine Feuerkraft, seine Macht weiter auszubauen. Es gibt hierzu auch schon diverse gute Möglichkeiten, Spekulationen sowie unglaublich interessante Theorien, dass gewisse ehemalige Shinji Bukai, sprich Samurai der Meere, sich Buggy, der Cross Guild mit Sir Crocodile und Falkenauge anschließen werden. Wie zum Beispiel Gekko Moria, dessen Verbleib derzeit ungewiss ist. Don Quixote de Flamingo könnte ebenfalls bei einem möglichen weiteren Ausbruch von Impel Down sich der Cross Guild anschließen. Bo Hancock oder Edward Weeble werden ebenfalls weitere potenzielle Kandidaten. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend und wir dürfen gespannt sein, wie die Cross Guild, angeführt von Buggy, weiter voranschreiten wird, um die letzte Insel der One Piece Welt, Laugh Tale, zu erreichen. Ebenso wurde der rote Shanks gesehen, wie er versucht, Blackbeard zu fangen. Es ist möglich, dass wir ihn schon sehr bald sehen werden, wie er sein Bestes gibt, um Marshall D. Teach aufzuhalten. Wenn es um das Thema der Rote Shanks und dessen Piratenbande geht, bin ich extrem neugierig, mehr darüber zu erfahren, was ihre nächsten großen Ziele sind. Seit Wano Kuni wissen wir, auch sie wollen das One Piece für sich beanspruchen. Hierzu können wir auch erwarten, dass, wenn Ruffy und Co. auf Elbaf endlich ankommen werden, dass Shanks und seine Crew bereits abgesegelt sind. Wahrscheinlich wollen sie sich Blackbeard und dessen Crew stellen, denn es ist schon längst überfällig, das große Duell zwischen Blackbeard und den roten Shanks. Es wird von hier an wahrscheinlich nicht einfach für die Kaiser, aber das große Rennen um das One Piece ist offiziell eröffnet und wir können es alle wohl kaum erwarten zu sehen, wie es im kommenden Kapitel und den darauffolgenden Kapiteln weitergeht und was die ganzen Kaiser als nächstes unternehmen werden. Aber natürlich gibt es neben den Kaiser noch viele weitere Fraktionen und Personen, die im kommenden Kapitel ins Rampenlicht gerückt werden könnten. Zum Beispiel wissen wir, dass die fünf Weisen wieder im Heiligen Land von Mary Jo sind. Gleichzeitig erlitt Imusama kürzlich einen mächtigen Haki-Angriff vom ominösen Joy Boy. Vielleicht wird die Erinnerung daran, dass Joy Boy wieder in der Welt ist, die Weltregierung dazu zwingen, den Krieg zu erklären und die größte Säuberung in der Geschichte der Welt zu starten, wie sie schon einmal in der Vergangenheit getan haben. Allerdings könnte sich das nächste Kapitel von One Piece aber auch sehr wohl auf die Revolutionsarmee konzentrieren und uns dabei endlich einen großen Einblick auf ihre zukünftigen Aufgaben in der finalen Saga gewähren lassen. Denn die Revolutionsarmee, angeführt von Dragon, wird im Finale der Geschichte eine zentrale Rolle spielen müssen und es ist definitiv an der Zeit, dass Oda sie in den Fokus rücken lässt. Oda hat die Bewegungen von Dragon und der Armee für den letzten großen Handlungsbogen der finalen Geschichte aufgehoben und da sie offiziell den Krieg gegen die Weltregierung erklärt haben, ist es Zeit für sie zu kämpfen. Obwohl die Strohpiratenbande weiter im Mittelpunkt von One Piece stehen wird, ist jetzt der Egghead Arc offiziell beendet. Der Moment ist gekommen, um die Armee wieder in den Fokus zu rücken und möglicherweise den Krieg zu beleuchten, in dem sie sich derzeit befinden. Zuvor hörten wir, dass die Gottesritter in Bewegung sind. Dragon war sich sicher, dass sie irgendwann von Mary Jo herabsteigen und sich ihnen im Krieg stellen würden. Wenn genau das passiert, beginnt der eigentliche große Krieg der Revolutionsarmee und vielleicht werden wir schon in der nächsten Ausgabe den großen Beginn davon erleben. Die erwähnten Gottesritter sind selbst mysteriöse Personen, von denen wir noch nicht sehr viel gesehen haben. Vielleicht werden wir aber schon in den nächsten Kapiteln im Zusammenhang von Dragon mehr über sie erfahren oder sehen. Aber auch darüber hinaus dürften die nächsten Kapitel unglaublich spannend werden, denn es ist jetzt an der Zeit, dass Dragon und seine Kameraden die nächsten Schritte einleiten werden. Vielleicht werden wir auch in dem Zusammenhang
ein wenig mehr über Dragon erfahren und möglicherweise wird er sich sogar auf den Weg nach Beehive machen, um seinen Vater Garp zu retten, der möglicherweise von Blackbeard hingerichtet werden könnte, zur Schau gestellt werden könnte. Immerhin versucht Blackbeard aus Beehive einen Königreich, einen Staat zu gründen, in dem er dann offiziell ein König wäre und an der Reverie der Weltregierung teilnehmen dürfte. Wenn Shanks ebenfalls dort auf dem Weg ist, könnte dies zu einem weiteren Marinefort werden, denn auch Ruffy wird mit Sicherheit in nächster Zeit ein wenig mehr erfahren, was sich in der Zeit, wo er auf Egghead war, in der Außenwelt alles abgespielt hat. Und während sich Ruffy und seine Piratenbande auf ihr nächstes großes Abenteuer vorbereiten, vielleicht auf dem Weg dorthin ein wenig ausruht, Spaß hat und feiert, wird die Welt sich drumherum drastisch verändern und wir dürfen jetzt schon mal auf die Weltwirtschaftszeitung, auf die nächsten großen Schlagzeilen von morgens gespannt sein. Aber wie immer frage ich euch am Ende des Videos, was sind eure ersten Gedanken, Eindrücke, aber auch Anmerkungen für das kommende One Piece Kapitel? Was wird eurer Meinung nach als nächstes passieren? Schreibt mir sehr gerne hierzu eure ganzen Vermutungen oder auch möglichen Theorien als auch Spekulationen unter diesem Video in die Kommentare oder auch wie immer sehr gerne auf Instagram. Den und viele weitere Links findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, ihr Piratengesindel, spitzt mal eure Ohren und hört, was Captain Smoker euch zu sagen hat. Lang lebe der zukünftige König der Piraten, Monkey D. Ruffy!